Ich habe ja ein Trauma. Ich habe ein kleines Trauma, das eigentlich auch wirklich nur mit Alkohol zu bekämpfen ist. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich war ja mal Einlaufkind bei der deutschen Nationalmannschaft. Ich war 7 Jahre alt und ich durfte mit der deutschen Nationalmannschaft im Kölner Müngersdorfer Stadion einlaufen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war tierisch aufgeregt. Ich dachte, mit wem darf ich einlaufen? Wen kriege ich an die Hand? Mehmet Scholl oder Oli Kahn? Und dann kommt dieser Tag. Ich bin tierisch aufgeregt. Und wen kriege ich an die Hand? Den fucking Linienrichter. Könnt ihr euch vorstellen? Wie traumatisch mit diesen Typen. Ey. Ich dachte mir, irgendwie muss ich den 7-jährigen Luki, der so verletzt wurde, dem so das Herz gebrochen wurde, den muss ich irgendwie glücklich machen. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe das. Ich werde Einlaufkind bei dem sympathischsten und größten und tollsten Fußballprofi aller Zeiten. Thomas Müller. Das ist doch ein Hammer-Typ. Da kommt man doch total easy ran an so einen Fußballspieler, ne? Habe ich mich mal hingesetzt, habe mich mal ein bisschen eine ausgefuchste Strategie überlegt und versucht, an Thomas Müller ranzukommen, damit ich mit ihm einlaufen darf. Guck mal hier. Thomas Müller, der ist wahrscheinlich so real, der ist so unabgehoben, der Typ, der steht wahrscheinlich im Telefonbuch. Sag mal, Thomas Müller, München? So, Dr. Med.net Thomas Müller, der ist es glaube ich nicht. Thomas Müller und Renate Müller, nee, das Friseurmeister Thomas Müller, auch nicht, ne? Thomas Müller, ist der das? Schönen guten Tag, Luke Mokic hier, mit wem spreche ich da? Wen wollten Sie denn sprechen? Den Thomas würde ich gerne sprechen. Welchen Thomas? Den Thomas Müller. Kennen Sie den oder was? Ja, den kennt ja jeder, Thomas Müller, oder? Ja, den kennt nun nicht jeder, den Sie hier gewählt haben. Ah. Ich rufe da nochmal an. Ja? Schönen guten Tag, ich bin's nochmal. Ich glaube, Sie sind da entweder gerade durch einen Tunnel gefahren oder so. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wissen Sie, dass Thomas Müller der meistverbreitetste Name in Deutschland ist? Da haben Sie doch viel zu tun. Telekom ist der Hauptsponsor des FC Bayern München. Dann rufe ich doch einfach mal bei der Deutschen Telekom an. Herzlich willkommen bei der Auskunft der Deutschen Telekom. Hier ist Luke Mokic. Grüß dich. Ich bräuchte die Nummer von Thomas Müller. In welchem Ort wohnt er? München. Ja, bekomme ich hier 26 Thomas Müller verzeichnet in München. Ja, Brückennummer 25. Die Straße nennt sich richtig Brückennummer? Nee, die Rückennummer ist die 25. Wer bin denn sonst? Ja, der wird sich kaum eintragen lassen hier öffentlich. Ist ja jetzt so, dass ich bin Luke Mokic, ich habe ja auch eine eigene Fernsehsendung bei Sat.1, kennen Sie sicher? Nein, leider nicht. Ja, ich glaube schon. Habt ihr nicht so eine Promi-Verbindung von Promi zu Promi? Also, nee. Gibt es ja nicht dieses, das gibt es nicht. So ein Codewort oder so, dass man dann... Nee. Schwan. Aber ich kenne doch selber Leute, ich bin doch hier eine dicke Nummer im Fernsehgeschäft. Ich habe doch hier den halben Fernsehpreis hier im Handy. Hier, Daniel Aminati. Joyce Ilk. Aber ist die alte Nummer, die neue, da habe ich noch nicht. Sollen wir mal Patrick Ovenmoyela probieren? Ich habe jetzt einen ganzen Fußballer im Handy. Kommt mir vor wie eine 18-jährige Prostituierte. Jetzt kommt Ovenmoyela. Der Asier. Jo, Patrick, alles klar? Ja, sicher. Du, ich bin auf der Suche nach Thomas Müller. Und ich habe gedacht, dann rufe ich mal den Patrick an, den ich besoffen mal auf der 1Live Krone kennengelernt habe. Ich habe seine Nummer jetzt nicht in meinem Telefon. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich Mario anrufen und fragen. Mario Basler? Nee, Götze. Ach so, der. Den würde ich jetzt anrufen und sagen, sag mal an Thomas Müller, der Luke Mokic, der wird dich kennen, der ist ja ein lustiger Vogel eigentlich, dass er dich mal anrufen soll. Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Geil, Mann. Patrick, vielen, vielen Dank. Ne? Jo, da bin ich. Bis dann. Ciao. Ganz heiße Spur. Patrick Aubameyang, auf den es verlässt. Weißt du, jetzt WhatsAppt der Mario Götze, der uns zum Weltmeister gemacht hat, nur um an die Nummer von Thomas Müller ranzukommen. Und der ruft mich dann an. Und ob ich dann Zeit habe, überhaupt dran zu gehen. Läuft doch! Patrick Aubameyang, vielen, vielen Dank für die heiße Spur. Patrick Aubameyang wollte Mario Götze anrufen und das abklären, ob ich mit Thomas Müller einlaufen darf und mir diesen Traum erfüllen kann. Jetzt rufen wir den Aubameyang einfach mal an hier. Ihr seid auch ganz aufgeregt, ne? Na, was seid ihr denn, Fan? Schalke.
So, jetzt rufen wir jetzt mal, jetzt rufen wir Patrick Ovomoyela mal an und gucken mal, wie weit der Kollege ist in Sachen Thomas Müller. So. Ja, hallo? Hey, Patrick, grüß dich. Hey, Luke. Also, geil. Grüß dich. Alles gut? Du bist gerade live im Studio bei Luke, die Woche und ich. Es geht um die Mario Götze Thomas Müller Connection. Hast du schon irgendwas in Erfahrung bringen können? Ja. Ich habe ja mit Mario gesprochen und habe ihm erzählt, hör mal zu, ein Kumpel, Luke Mockridge, sagt er, ja, brauchst nicht sagen, kenne ich. Der fand dich auch mega cool. Also sagt, du bist ein lustiger Vogel. Und ich habe gesagt, ja, der will aber jetzt nichts von dir, sondern der will Thomas Müller ran. Und er hat gesagt, okay, versteht er jetzt nicht so ganz, aber er wollte es dann geben. Und ich gehe gern mal auf die Recherchereise und finde raus, wie der Stand der Dinge ist. Würde denn der Thomas Müller mit mir an der Hand ins Stadion einlaufen? Du, das rein theoretisch traue ich es ihm zu. Dir hilft ja jeder gern. Und du brauchst auch Hilfe, das wissen wir. Traust dem Müller schon zu, dass der da auch ein Herz für, ja, wie soll ich das sagen, für dich hat. Ja, der Gag kam hier so semi an im Publikum, kann ich sagen. Wir schicken dir ganz, ganz liebe Grüße nach München. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bleib sauber. Danke dir.